So, liebe Gemeinde des Pedalierens, wir sind wieder auf Tour. Diesmal wieder mit Sascha. Einer meiner Lieblingsfahrer, muss ich jetzt sagen. Ich kann ja nicht die anderen beleidigen. Ja, ein bisschen Chaos haben wir hier. Wie immer. Diesmal liegt es auch irgendwie an Komoot und meinem Handy, was sonst immer sehr zuverlässig funktioniert. Funktioniert irgendwie nicht. Schaltet sich sporadisch einfach Komoot ab und man hört sich, wenn man nach Sprachausgaben macht, wundert sich nur, warum keine Anzeige mehr kommt. Da ist man meistens schon falsch gefahren. Also hat Sascha das jetzt mal übernommen. Sein Akku ist zwar nicht mehr so auf der Höhe, aber wir haben ja Strom. Und wir haben diesmal sehr viel Strom. Denn wir haben den zweiten Akku von Sascha, der fertig ist. Vielen Dank nochmal an Titanwolf von Velomo, der uns den noch zugeschickt hat. Und jetzt haben wir 2,2 Kilowattstunden. Da kommt man schon ein bisschen weit mit. Aber heute ist auch relativ windig und komischerweise fahren wir immer gegen den Wind. Dann gehen wir Richtung Osten. Wetter hält sich aber. Und ja, ansonsten kommt es mir irgendwie ein bisschen schwerfällig alles vor, aber wenn nichts vor an meiner Kondition oder keine Ahnung. Also wir haben den Motor mal ein bisschen leer genutzt jetzt. Ja, und da wir ja gedacht haben, wir hätten jetzt die Insperren schon verpasst, scheint aber nicht so zu sein. Wir haben nochmal auf dem Navi geguckt. Wir sind jetzt wahrscheinlich so im Ems-Delta irgendwo. Eigentlich ganz nett hier. Und da werden wir euch die Quellen nochmal zeigen, wenn wir sie dann finden. Aber die müssten bald kommen. Und wir sind gut losgekommen heute Morgen. Ja, läuft soweit. Ja, wie ihr seht, ist es grün, weitwegig, ein bisschen anstrengend jetzt, auch mit Motor. So, eben haben wir das Ems-Quellen-Info-Center passiert, aber da war dann plötzlich doch wieder der Ems-Radweg, also keine Ahnung, ich habe es nicht so ganz verstanden. Aber ihr wisst ja, ich sehe es ja auch nicht und Sascha hat es auch nicht verstanden und ihr sieht was, aber ist ja egal. Inzwischen sind wir 70 Kilometer gefahren übrigens. Das dürfte jetzt so 14 Uhr sein. Ja. Irgendwo müssen die Quellen sein. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Die Quellen. Ja, wir haben die Green Mamba verlassen. So, Sascha macht den Pfadfinder. Vorsicht, ja genau. Es ist nicht so einfach. Ihr könnt ja gleich mal sehen, die Stabilisierung der GoPro. 7. Ob es dann gut funktioniert oder nicht. Wir laufen ja hier, wie man jetzt sieht. Es ist schon schwierig, hier blind lang zu laufen, wenn man die Stufen nicht sieht und keinen Blindstock dabei hat. Aber ich habe jetzt so einen Rhythmus gefunden. Schon eine Quelle gefunden? Eine Quelle gefunden? Ja, hoch, noch. Überall. Ja, genau, hier so mal so. Ist kein einzelner Spot in dem Sinne, sondern ein Quellgebiet. Ein wahnsinnig sprudelndes Quellgebiet. Und wer es genau wissen will, hier steht alles. Oder ist alles zu sehen, hoffe ich zumindest. Hier an den Quellen. Dance. So, liebe Gemeinde des fliegenden Pedalierens, wir sind wieder aufgebrochen, 8.30 Uhr, 0 Kilometer vom Campingplatz Waldsee. War noch ein kleines Kaffee, konnten wir was essen, haben dann doch nicht gekocht, weil es auch gerade geregnet hat, das war ganz gut. Ja, heute sieht es auch wieder Regen aus, wie die ganze Woche, aber wir warten es mal ab. Frühstückspause, Kaffeepause, tja, also wenn wir jetzt nicht, wenn es jetzt nicht gerade erst 11 Uhr oder so wäre, dann wäre das natürlich ein idealer Campground hier. Feuerstelle ist hier. Sehr coole Hütte mit sogar Ofen drin. Also, wenn wir da nicht nochmal zurückkommen, wäre doch genau unser Geschmack. Am Fischteich, also Bächlein oder Bach, keine Ahnung, was das für ein Fluss hier ist.
Ist ja auch, aber wir packen jetzt mal hier draußen aus, weil es regnet nicht. Es ist ganz okay, das Wetter bis jetzt. Wir sind guter Dinge, ne? Ja. Und jetzt wunderbar. Kommt Milchmädchen. Nicht Milchmädchen Rechnung, nein, Milchmädchen in den Kaffee. So. Jetzt war das Wasser kocht gleich. Ja, als Blinder erstmalig aufgebaut und angezündet mit diesem schönen Piezo-Zünder. Da geht's ab. So, Pause ist vorbei. Hat dann angefangen zu regnen. Jetzt regnet es gerade wieder nicht. Und vor uns müsste dieses Viadukt lesen. Ich glaube, das. Ich weiß nicht, ob schon das von Altenbeck ist, das Viadukt. Das ist auf jeden Fall, wenn es das ist, ist es die. Größte Kalksandstein-Viadukt in Europa, glaube ich sogar. Meine ich gelesen zu haben. Wurde damals versucht, den Zweiten Weltkrieg zu bombardieren, weil das eine Ausfallstrecke war für die Ost-West-Verbindung der Eisenbahn. Aber so viel hat's dann auch nicht gebracht. Auf jeden Fall ist das ziemlich lang auch. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Bögen das hatte, aber viele. Und richtig geil soll das wohl nachts sein, wenn man hier lang fährt, weil das alles komplett beleuchtet ist dann. Aber ist jetzt nicht nachts, wie man sehen kann. Wir fahren sogar drunter durch. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob es das ist. Aber ich gehe mal davon aus. Ich konnte das in Komoot auch nicht erkennen, ob wir da durchfahren. So, mal langsam. Jetzt war ich vielleicht eingemacht. Ja. Aber es scheint aus Kalksandstein zu sein. Ich denke mal, das ist es. Wir nicht überall lang kommen. Na, das ist aber doch lang, oder? Das Teil. Schon ein besonderes Bauwerk. Also wenn der jetzt in Richtung Stollen... In 80 Metern an der Kreuzung links abbiegen auf Adenauer Straße, L755. Ja. So. Da ist es. Voller Pracht. Und Schönheit. Wir hängen jetzt hinter einer Kutsche fest. Aber wir haben Geduld. Und Zeit. Der kann auch nicht ausweichen, richtig. Er hat 2 PS. 2 Pferde stark, wir haben auch 2 PS, 2 Personen stark. Danke. Ja, da sind da noch andere unterwegs, ne? So, liebe Leute, jetzt wird es noch mal richtig spannend. Wir sind hier mitten im Grün und suchen die Urtiere. Und die werden wir jetzt finden. Irgendwo da vorne, wir fahren ja schon an diesem Wiesengehege, 1 Kilometer lang, sollte es solche Tiere geben. Diese, da irgendwo, ich sehe sie nicht, aber ihr vielleicht auf 3 Uhr, das ist 3 Uhr bei mir. Die Tour liegt links von dir in 110 Metern. Da. Oh. Ist doch spannend, ne? Das erlebt man mit Jörg auf Tour. Und danach gibt es Abenteuercamping. Und Rundweg ist das, glaube ich. Aussichtspunkt gibt es auch. Dann gucken wir mal. Jetzt rieche ich die Wiese da auf jeden Fall. Ab hier rieche ich sie. Bergwiesen. Das Bergwiesen. Eins steht jetzt. Wo? Genau geradeaus. Auf 11.30 Uhr. Ja, Camping Abenteuerland. Wir haben es gefunden. Sascha baut natürlich seine Hängematte wieder mitten im Weg auf. Aber hier ist ja kein Schwein. Mitten im Weg. Vorschriftsmäßig. Schön Zelt auf der Zeltwiese, so wie es gehört. Da hinten gibt es Stühle. Sofas, der ganze Campingplatz gehört uns. Überall steht
Betreten verboten, aber wir haben natürlich vorher mit der Besitzerin oder Betreuerin oder wie im Campingwart oder wie auch immer gesprochen, angerufen, die kommen dann ja nochmal vorbei. Müssen wir nur ein bisschen Strom finden, Essen haben wir dabei. Das Einzige, was mir fehlt, sind zwei Bier, aber na gut. Wir müssen mal gucken, ob hier ist Strom. Wir gucken mal, ob wir hier Strom kriegen. In dem Rotlichtbezirk angekommen. Unser spätabendliches Kochen. Das Rotlicht wird befeuert von einer Acebeam HR, weiß ich nicht mehr, 60. Auf jeden Fall eine der hellsten Stirnlampen, die es gibt und auch eine, die mit dem hellsten Rotlicht, 50 Lumen, für den, die es interessiert. Sascha arbeitet mit näpperlichen 10 Lumen, aber hat eine Nightcore HR65, da weiß ich den Namen noch. Ach, jetzt weiß ich, Acebeam HC30, glaube ich, ist das. Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt ausreicht, um damit zu filmen, aber ich gehe mal davon aus, das ist ja relativ hell. Und jetzt gibt es Zwiebelchen und Speck. Schalotten, bitte, ja. Schalotten und Speck und das geht dann alles in den Kochtopf und dann kommt da Soße rein und dann wird da Tomatensoße rausgemacht. Und dann gibt es noch ein paar Nudeln dazu und die sehr nette Campingwartin hier ist noch vorbeigekommen. Könnt ihr alles benutzen. Also falls es noch regnen sollte, können wir da in den Salon gehen. Und die haben ja Lamas, gerade ein junges Lama, heute zur Welt gekommen irgendwie oder gestern. Vielleicht auch noch interessant. Also es ist ein spannender Campingplatz. Abenteuerland. Wo sind wir denn überhaupt? Ja, weiß ich jetzt nicht so genau. Irgendwo östlich des östlichen Sauerland. Nochmal eine Szene aus dem Rotlichtbezirk. Es brutzelt so schön. Das mal schön. Die Kochaktion ist noch nicht beendet. Die Nudeln sind drin. Das Ganze befeuert von einem Trangia mit Gaseinsatz von Primus. Das ist jetzt die kleinste Stufe, also sonst wird es hier zu laut. Ganz leise ist er nicht, aber sonst ist das System sehr praktisch. Also man kann sehr fein regulieren und die Trangia-Töpfe, da sind auch, jetzt weiß ich nicht, ob ich es wieder falsch sage, Durosol oder sowas Töpfe. In Edelstahl beschichtet, mit einer dünnen Edelstahlschicht und außen Alu. Also Alu gut für die Wärmeverteilung. Und Edelstahl absolut kratzfest. Da kann ruhig was anbraten. Ja, ist überhaupt kein Problem. Das ist richtig geil. Sieht zwar natürlich ein bisschen schwerer, aber kann ich nur empfehlen. Und Sascha als Koch würde ich auch immer mitnehmen. Geht ganz gut. Natürlich auch als Pilot. Es ist 8 Uhr morgens. Die Nacht war stürmisch und nass. Aber Sascha hat sich das ganz bequem gemacht. Guckt euch das mal an. Wenn das kein bequeme Behausung ist hier. Ich sehe zwar nur schwarz, hier, aber hier, da ist einer. Was drehen. Ja. Ja, ist doch schön, ne? Alles winddicht. Und war halt ganz schön windig, ne? Und nass. Ich habe nur Sascha irgendwann nachts rumrudeln hören. Ich weiß nicht, ob er nachts spazieren gemacht hat oder sein Zeltlager dicht. Ja, es hatten sich Heringe gelöst. Ah, es hatten sich Heringe. Ja, das ist natürlich scheiße. Ich habe es aber auch schon gedacht, aber mein Decathlon-Zelt, obwohl das nicht abgespannt war, hat das alles gut ausgehalten. War jetzt auch nicht extrem stürmisch, aber war schon windig. Doch, die Böen waren heftig. Das waren richtig heftig. Ja, die Böen haben sich zumindest sehr heftig angehört, wie sie davon. Aber naja, ich habe gut geschlafen, mehr oder weniger, wie man so schlafen kann, wenn es relativ laut ist. So, liebe Leute, wir sind aufgestanden und auch losgefahren und haben schön gefrühstückt da, Rührei mit Speck. Und Franja haben uns noch nett mit der Campingwärterin unterhalten, sehr schön. Und jetzt geht es weiter Richtung Kassel. Ich weiß jetzt nicht, wie der Radweg heißt. Paderborner Landroute ist es, glaube ich, nicht mehr. Aber letztendlich geht es Richtung Kassel. Da ist
die Fulda und in die Fulda mündet die Eder. Und den Eder-Radweg fahren wir dann zur Quelle, Richtung Quelle. Guten Morgen, liebe Gemeinde, das ist mit Peter Lierens. Aufgebrochen vom Campingplatz an der Fulda-Schleife, der sehr lärmverseucht war, durch eine nahe Autobahn. Aber sonst, naja, da wollen wir gar nicht weiter drüber reden. Jetzt sind wir wieder, denke mal, das wird eine der schönsten Abschnitte der Tour. Jetzt fahren wir mit dem Eder-Radweg lang Richtung Westen. Ein bisschen südlich vom Sauerland. Und da ist die Eder noch ist wie groß. Und innerhalb der nächsten, ich glaube, das sind so 200 Kilometer, wird sie dann kleiner. Im Prinzip bis zur Quelle. Ich glaube, wir fahren nicht ganz bis zur Quelle, aber fast. Ja, Wetter ist weiterhin durchwachsen gut. Also, bis jetzt war es mit Regen. Ziemlich heftiger Vorhersage und eigentlich auch viel Regen an anderen Stellen sind wir relativ trocken durchgekommen. Gestern fand ich trockenen Aufbau, heute trockenen Abbau. Alles gut. Wenn ich noch nie in der Pause gefilmt habe, mache ich es jetzt. Pause. Am Eder-Radweg. Und wir essen. Wie so oft, das muss ich aufpassen. Da unten steht noch Federweißer. Ja, beziehungsweise Unkraut. Das wäre schade drum. Das ist ein Stück Schokolade. Und das ist die gute Aldi Bio-Schokolade. Und gleich gucken wir uns ein Lost Place an. Wir nennen es einfach mal so. Irgendwie eine Industrieruine. Da melde ich mich gleich nochmal. So, über die Bahngleise sind wir rüber. Und jetzt geht's hier hoch. Sascha geht vor. Jetzt gleich die Kamera runterfällt, Jungs, dann bin ich gestolpert. Nee, geh du mal hoch, ich filme mal ein bisschen, das kriege ich schon hin. Sehr geil, Industrieruine. Ich wollte ja immer mal eine Lost Places Tour machen. Mein erster Lost Place. Ich weiß gar nicht, ob das hier eine Bahntrasse ist noch, wo sie noch so alte Sachen stehen lassen. Ich meine, ich hätte sowas gelesen. Aber es geht hier in die Geheimnisvolle. Was waren das? Irgendwelche Silos hier? Kies-Silos? Kies-Silos, ja. Silos für Kies. Wofür braucht man Silos für Kies? Um Kies abzufüllen. Da kriegt meine Höhenangst natürlich Spaß. Ich habe ja keine Höhenangst. Ja. Erstens sehe ich es nicht und zweitens habe ich es nicht. Ach komm. Jetzt fängt der hier an zu jammern. Ja. Boah. Na, endlich kann ich mal trumpfen hier. Aber schöne Aussicht hier. Geht voll in die Oberschenkel. Ich schätze mal, wenn das nicht sicher wäre, wäre die zu. Boah, jetzt bin ich echt am Hoch. Geht noch weiter hoch? Geht noch weiter hoch, ich glaube, ich will da nicht hoch. Hä? Muss ich da hoch? Du musst. Hey, es knackt auch noch. Ja, das waren meine Schuhe. Boah, nee. Ja, Sascha. Jetzt Saschas Mutprobe. Ja, für jemand, der mit Höhe Probleme hat, habe ich ja nicht. Ah, jetzt sehe ich da auch ein bisschen was. Sehr schön. Ja, es kommt dann zu den 10. Abenteuer mit Jörg. Muss ich echt weitergehen? Musst du. Schwankt sogar die Treppe. Ach Quatsch, ich schwank gar nichts. Sascha vertraut nicht mal Stahl. Stahl, der gerostet ist, fällt nicht gleich auseinander. Also ich fühle ja, wie fett der Stahl hier ist. Also da sind locker noch an dem Geländer allein schon 5 mm über. Da passiert gar nichts. Hier geht's nicht weiter gleich. Ach, da hat er Sascha aber Glück gehabt. Ja. Ist er da jetzt nicht noch freischwimmt? Weißt du, Sascha, es gibt doch in Taiwan, wie heißen dann die beiden Twin Tower, die beiden Tower da? Nee, danke. Da gibt es so eine Glasbrücke drüber, ja, ja. So eine Brücke drüber. Da ist meine Frau drüber gegangen letztens. Vielen Dank, ich kann drauf verzichten. Das wäre dann was, so in 400 Meter Höhe mal runter gucken, aber sehr geil. Ich fühle mal hier so ein bisschen. Und da leider wieder Auto verseucht irgendwo. Man hört zumindest. Ja, also bis jetzt war der Eder-Radweg eher Straßenradweg als Eder-Radweg. Also Eder schon. Oh, ja,
jetzt kommt ein Zug und jetzt. Jetzt wird es gefährlich. Oh, und wenn er hier unten durchfährt. Aber der kann hier nicht mehr durchfahren, das glaube ich. Ich glaube, das ist das Ding. Betrunken genommen. Steht oder? Aber auch nichts dran. Nee, da, gut. Sind, da fährt noch ein Zug ab und zu zumindest. Die Spuren da sind noch. Lass mich mal runter. Hier hin. Sascha muss runter. So, das Überlebenstraining für Sascha ist erledigt. Wir stoppen das jetzt. Es ist dunkel. Und auch in der Kamera ist es dunkel. So, liebe Leute, nicht, dass ihr denkt, dass wir ja nur mit Motor einfach mal so leicht durch die Gegend fahren. Nein, es geht hoch, man sieht das wahrscheinlich nicht. Vielleicht ist so 8% oder so. Nehmen wir uns 13. Problem, gestern gab es ja keinen Campingplatz mehr im Edertal. Und zum nächsten Campingplatz muss man aus dem Tal rausfahren. Erstmal richtig hoch. Und dann sind wir eine Abfahrt gefahren, weiß nicht, Viertelstunde oder so. Bin konstant 50 gerollt, Trommelbremse voll angezogen vorne. Also das geht so nicht, dem Doppelbremskrieg kriegt man da zu wenig Kraft auf. Aber die Scheibenbremse, die schaffen das dann. Und jetzt müssen wir das zum Teil wieder zurück. So, gestern bei der Abfahrt. War es auch richtig kalt, 6 Grad, war ziemlich gefroren. Und jetzt kommt wieder eine Frierstrecke. Mal gucken. So, nachdem es regnerisch heute war, bis jetzt, oder vorhin zumindest, jetzt ein bisschen die Sonne draußen, wir sind in Siegen angekommen, haben dadurch ein Stück abgekürzt, weil wir von dem Campingplatz anders weggefahren sind, eigentlich einen schönen Teil des Radwegs scheinbar verpasst, aber vermeintlich schönen Teil, wie wir es sehen. Und hier ist es, naja, Stadtteil. Mal hinter Freudenberg, oh, schon wieder ein Tunnel. Hier. Und wir haben schon wieder kein Licht an. So, im Sommer ist das mal total schön, durch den Tunnel zu fahren, weil es schön kühl ist. Im Herbst bedingt. Aber schön. Möglichkeit links. Ja, manchmal wird es auch eng. Aber Green Mamba kommt überall durch. Wenn ich jetzt rückwärts laufe und runterfalle, dann ist es runtergefallen. Achso, wir müssen bei nächster Möglichkeit links. Ja. Jetzt links. Ich laufe schon mal vor. Ich weiß ja, wo links ist. Hier. Dann steige ich wieder auf. Sehr schön hier. Da ist er wieder. Ja. Naja, wenigstens merkst du das mal. Siehst du mal, was ich hier hinten alles leiste. Ich fahre ja die Berge praktisch alleine hoch. Der Motor, ey, verbraucht nur so viel Energie, weil der Sascha den immer bremst. Sehr schön. Ist das nicht herrlich?
Der Regen ist in Sonnenschein gewendet. Nein, es hat gar nicht geregnet. Und Meisterkoch wieder am Werkeln. Heute gibt es mal Mittagessen zwischendurch. Wunderschöner Rastplatz hier. Und ja, der Frangi hat schon 5 Minuten. Essen wird kalt. Futterhähnchen. Und Essen wird kalt. Hinter uns, was auch immer man noch sieht, die Staumauer von der Eder. Und dann links von uns jetzt die Eder gestaut. Und dann heißt sie Edersee. So, jetzt muss ich mal Navi-Ansagen machen. 150 Meter rechts und Weg folgen. Ja, dann macht der Sascha das sogar. Also wir überlegen gerade, was jetzt die Ursache dafür ist. Ob es der Klimawandel ist, die trockenen Sommer. Auf jeden Fall da. Wir nach hier kommen. Hier ist ein Lücke in der Böschung. Da sieht es auf jeden Fall alles sehr ausgetrocknet ist, was da mal See sein sollte. Das Ding heißt hier auch Seestraße, also gehen wir mal stark davon aus. Da ja, hier ist nichts mehr mit See. Ist normalerweise auch ein See. Die Anlegestege sind alle trockengelegt. So, jetzt wird die Eder schon ein bisschen ursprünglicher. Und so haben wir uns das eigentlich auch ein bisschen mehr vorgestellt, mehr Wald. Ja, moderne Kunst an der Steinwand. Achtung, Steinschlag. Du hast einen Helm auf. Ne? Ich habe einen Helm auf, kein Problem. So, wir schauen doch mal, was hier so schön ist. Wir gehen jetzt mal spazieren, Arm in Arm, so wie sich das gehört, blindentechnisch. Nichts los hier. Absolute Ruhe. Und wo steht die Grillmamba? Das ist jetzt die Frage. Die ist getarnt. Wird nur verraten durch die gelben Gepäcksäcke. Ansonsten würde die hier perfekt reinpassen. Also die rote Fahne. Wirklich? Ja, aber das ist doch mal ein schönes Bild. Dann soll ich dich holen nächstes Jahr? Ja. So sieht's aus. Er hält sogar Anhalter. Und weiter geht's. Super schön hier. So, wir haben hier an der Eder einen sehr, sehr schönen Campingplatz gefunden. Ganz ruhig, hier ist nichts los. Eigentlich, die haben sogar Streichelzoo und alles Mögliche.
Und vor allen Dingen haben sie Bäume. Und wo Bäume sind, kann man auch Hängematten aufbauen. Zelt daneben. Das Einzige, was noch fehlt, ist ein Banktisch, aber ach, der Boden ist ja alles trocken. Sonst haben wir ja auch die Green Mamba Pritsche als Tisch noch. An der Rezeption war keiner mehr, das machen wir dann morgen. Im Bad gab es Strom für den Akku. Aber heute haben wir sehr viel verbraucht, obwohl es gar nicht so viele Höhenmeter waren, aber das so genau weiß ich nicht, weil Komoot gesponnen hat und ab und zu ausgesetzt war. Auf jeden Fall sehr Akku leer. Und wir sind heute, ich glaube, 72, 73 Kilometer gefahren. Und jetzt ist erstmal Kaffee kochen angesagt und vielleicht gibt es ja nachher noch ein zweites Süppchen. Wer weiß. Wo ist denn eine schöne Hängematte? Da hinter dir, ne? Direkt, oder? Ja. Da ist die schöne Hängematte. Von Sascha. Wollen wir die noch mal ein bisschen... Hammock-Tent, von Hammock-Tent ist die. Im Prinzip wird die... Ja, handgefertigt. Ich gehe mal hier durch. Da ist sie. Wunderbar. Ein Bett, wie es bequemer nicht sein kann. Das ist doch was Feines. Und mit Dach. So stellen wir uns das vor. Wenn wir schon dabei sind, gucken wir mal, wie das jetzt aussieht, ob die als Scheinwerfer auch zu gebrauchen ist. Ach nee, so. Das ist weiß. Flutlicht wolltest du machen, ach so, ja. So. Mach mal Flutlicht. So, und das ist jetzt von der S-Beam HC30 oder wie die auch immer heißt, Flutlicht 2000 Lumen, ob das als Kameralicht ausreicht. Wir haben Besuch bekommen von einem Waschbären. Den darf man bestimmt keine Schokolade geben. Ja, nimm die Flutlicht. Ich mach dir mal ein bisschen Weißlicht. Sieht man den? Ja. Das ist der Waschbär. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Sehr coole Aktion. So, wir sind wieder gestartet. Heute etwas später, weil die Nacht war sehr unruhig. Weil die Waschbären uns ziemlich beschäftigt haben. Oder der Waschbär. Sascha ist schwer angefallen worden. Er hat ihm doch glatt den Finger gebissen, als er seine Taschenlampe holen wollte. Jetzt wird es doch sehr steil. Wir sind am Eder-Radweg im Nationalpark Edersee-Kellerwald. Und das soll doch ein Fahrradweg sein. Es wird sehr schwer. Okay. Schieben. Okay, wir müssen schieben. Ich stopp mal. So, es wird herbstlicher. Also wie gesagt, jetzt nochmal, wir müssen noch ein bisschen schieben. Erste Mal, aber das ging doch nicht. 20% oder so auf die Schotter. Es hält einfach. Fliegt jetzt über die Kette runter. Zu viel Kräfte. So, aber sehr schön, es wird herbstlicher. Rechts von uns, links von uns müsste jetzt die Eder liegen. Sehr schön. Das Wetter ist auch gut. Heute konnten wir auch im Trockenen wieder abbauen.
frischer geworden. Ich habe so das Gefühl, deutlich herbstlicher. Von einem Tag zum anderen. Bei nächster Möglichkeit links halten. Sascha hat mich gerade daran erinnert, dass meine morgendliche Ansprache fehlt. Und eine Filmaufnahme bei Regen, also noch geht's. Ja, wir sind jetzt am Wickesee, haben da gecampt, gestern ziemlich nass angekommen, auch im nassen, mehr oder weniger nassen aufgebaut, also ziemlich nassen eigentlich schon. Aber die hatten hier einen schönen Gemeinschaftsraum mit Fußbodenheizung, Küche, ja, Toiletten, alles beieinander in einem Zimmer, da haben wir dann abends schön gekocht noch, Ruhrradweg, sehr schön hier und es regnet, guckt euch meine Hose an, aber es ist die... Okay, Bahntrasse Finntrop, ja, da steht der alte Waggon, 18 Uhr, da bin ich jetzt. Sehr schön, ne? Ein schönes Lächeln. Ja. Ja, der Regen ist momentan weniger, aber die Luftfeuchtigkeit liegt nur bei 100%, denke ich mal. Wir fahren jetzt ja hier im Raum Finntrop und das ist eine alte Bahntrasse, wo die auch noch die ganzen, ja, in so einem alten Waggon stehen, das nach alten Signale und sowas. Ganz schön, wir fahren sie nur mal wieder falsch rum. Irgendwie fahre ich die alle falsch rum. Maramuse sind wir ja auch schon hochgefahren. Es geht irgendwie auch kontinuierlich hoch. Es war leicht, aber hoch. Ja. Und ein paar Kilometer kommt noch ein Tunnel. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das da ist, dieser Fledermaustunnel nach dem Sechser. Fledermäuse da. Plötzlich eingebaut. Wir gucken mal. Sascha hat kalte Füße, hat Schuhe am versagt, wasserdichte Socken mit zwei Paar Innensocken und Barfußschuhen, scheint auch nicht viel besser zu sein, oder? Ist besser auf jeden Fall, aber auch nicht optimal. Ja, achso, ja, meine Regenjacke hat auch versagt, meine erste. Es war kein Gore-Tex, es war ein Mammut. Prinzip, glaube ich, heißt sie. Ja. Also für mal 2 Stunden durch den Regen fahren, okay. Aber mehr dann auch nicht. Reingefahren war es trocken, rausgefahren regnet es. Wir sind jetzt auf dem Ruhrtalradweg. So, guten Morgen. Die letzte Meldung von der Front der geplagten Radfahrer. Es war nass gestern, aber dafür scheint heute die Sonne. Wie du erwarten sollte es eigentlich erst regnen. Über Nacht hat die Wetterlage wohl total gern. Kein Regen, aber wir sind jetzt schon 20 Kilometer von heute. Jetzt müssen wir mal einen Kaffee. Frühstück gab es heute auch schon schönes. Und die Grimamba ist auch noch da.